Tristan Brübach wurde am 3. Oktober 1984 in Frankfurt am Main geboren. Seine gesamte Lebenszeit verbrachte er in den Frankfurter Stadtteilen Höchst und Unterliederbach. Er wuchs als Einzelkind bei seinem Vater auf, weil seine Mutter sich 1995 das Leben nahm. Tristan hatte kein einfaches Leben, in keinem einfachen Umfeld. Weil sein Vater früh zur Arbeit fuhr und spät nach Hause kam, war Tristan mit jungen Jahren schon auf sich selbst gestellt. Er musste gucken, dass er sich rechtzeitig auf den Weg zur Schule machte, sich Brote schmierte, saubere Sachen anzog und alles andere, was dazugehört, wenn man sozusagen ein selbstständiges Leben führt. Und diese Selbstständigkeit ließ ihn auch ein Verantwortungsbewusstsein entwickeln, denn er versuchte jede Herausforderung, die sein Umfeld mit sich brachte, bestmöglich zu umgehen. Das schaffte er auch meistens. Manchmal wurde er aber trotzdem Opfer von Raufereien und Diebstählen anderer Jugendlicher, wenn er mal wieder in Höchst umherging. Der 26. März 1998 war kein besonderer Tag. Eigentlich ein Tag wie jeder andere. Der Wecker von Tristans Vater klingelte um 4.30 Uhr und er machte sich wie immer früh auf den Weg zur Arbeit. Tristan stand gegen 7 Uhr auf und machte sich kurze Zeit später auf den Weg zur Schule. Weil er aber starke Rückenschmerzen hatte, rief er seinen Vater gegen 8 Uhr von einer Telefonzelle aus an und fragte ihn, ob er anstatt zur Schule zum Arzt gehen kann, damit er das mit seinem Rücken abklären kann. Sein Vater antwortete ihm, dass er zuerst zur Schule und danach zum Arzt gehen soll. Das Gespräch zwischen Vater und Sohn dauerte ungefähr 15 Minuten. Kurz darauf traf er seinen besten Freund Boris, der auch auf die gleiche Schule ging wie er. Die Meisterschule in Frankfurt-Sindlingen. Doch bevor sie zur Schule gehen, wollten sie noch eine Zigarette rauchen. Doch aus einer Zigarette wurden 45 Minuten und damit verpassten sie die erste Stunde. Erst um 9 Uhr kam Tristan im Klassenzimmer an. Um 13.15 Uhr fragte er seine Klassenlehrerin, ob er die Schule verlassen darf, um zum Arzt zu gehen, wegen seiner Rückenschmerzen. Er sagte ihr, dass er den Tag zuvor von einem Baum gefallen wäre, aber eigentlich hat er sich mit einem Freund gegenseitig mit Steinen abgeworfen und ein Stein traf ihn genau in die Mitte des Rückens. Die Lehrerin erlaubte ihm zu gehen, weswegen er die Schule gegen 13.20 Uhr verließ. Mehrere Augenzeugen berichteten später, dass Tristan zielstrebig zur Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straße der Schule ging und den nächsten Bus in Richtung Bahnhof Frankfurt-Höchst nahm. Es gibt Videoaufnahmen einer Sicherheitskamera eines Kiosk am Höchster Bahnhof, auf denen Tristan zwischen 13.46 Uhr und 13.49 Uhr zu sehen ist. Zwischen 14 und 14.20 Uhr fährt Boris, der beste Freund von Tristan, gerade mit einem Bus in die gegengesetzte Richtung des Höchster Busbahnhofs und sieht, wie Tristan in einem Bus zu genau diesem sitzt. Boris steigt aus, rennt durch die Höchster Fußgängerzone, welche der Bus umfahren muss und versucht vor ihm am Bahnhof anzukommen. Schafft es aber anscheinend nicht, denn er findet Tristan nicht und geht wieder nach Hause. Um 14.15 Uhr oder 14.25 Uhr sieht ein Mitschüler von Tristan ihn auf einer Parkbank sitzen. Das gleiche beobachtet eine Mitschülerin von ihm gegen 14.45 Uhr. Sie sagt später aus, dass Tristan so ausgesehen habe, als würde er auf jemanden warten. Das schlussfolgerte sie aus seinen Blicken, die in verschiedene Richtungen abdrifteten. Danach wird er zwischen 15.20 Uhr und 15.45 Uhr auf einer Parkbank in der Bruno-Asch-Anlage, nicht weit vom Bahnhof entfernt, von einer Frau gesehen, die mit ihrem Hund unterwegs war. Tristan war tierlieb und extrovertiert, weswegen die beiden, nachdem Tristan den Hund gestreichelt hat, ins Gespräch gekommen sind. Das Gespräch dauert nicht allzu lange und die Frau macht sich wieder auf den Weg. Nach einigen Metern dreht sie sich aber noch einmal um und sieht, wie sich zwei Männer rechts und links neben Tristan auf die Parkbank setzen. Das ist das letzte Mal, dass Tristan lebend gesehen wird. 10 Minuten später, gegen 15.55 Uhr, kommen drei Jugendliche am Liederbacher Tunnel an. Sie haben vorher auf einem Spielplatz auf der Adelonstraße gespielt und der Liederbacher Tunnel ist eine Unterführung nicht weit weg vom Bahnhof, die unterhalb der Bahngleise verläuft und eine Abkürzung darstellt, bei der man sich einen Fußmarsch von ungefähr 10 bis 15 Minuten spart. Die drei beobachten einen Mann 2 Minuten lang dabei, wie er sich, Zitat, über einen Gegenstand beugt. Sie können den Mann aufgrund der Lichtverhältnisse, der Schatten und der Aufregung der Situation nicht gut erkennen, bekommen aber Angst und entscheiden sich für den längeren Weg um die Bahngleise herum. 5 Minuten später, um 16 Uhr, treffen zwei weitere Jugendliche vor dem Eingang des Liederbacher Tunnels ein. Sie waren zuvor auch auf dem Spielplatz mit den anderen, aber anders als die Jugendlichen zuvor, entschieden sie sich für die Abkürzung. Sie betreten den dunklen Tunnel und entdecken die Leiche von Tristan Brübach auf einem Betonsockel platziert. Das bedeutet, dass die Jugendlichen, die den Mann dabei gesehen haben wollen, wie er sich über einen Gegenstand gebeugt hat, eigentlich den Täter beim Mord an Tristan beobachtet haben.
Die beiden laufen zu einem nahegelegenen Kinderheim und erzählen dort einem Betreuer von der gefundenen Leiche. Dieser alarmierte, nachdem er sicher ging, dass die Kinder die Wahrheit sagten, um 17.08 Uhr die Polizei und die Ermittlungen begannen. Vorab ist wichtig anzumerken, dass die Bevölkerung erst 2 oder 3 Jahre nach dem Mord erfahren haben, wie brutal dieser eigentlich vonstatten gegangen ist. Die erste Ermittlungstaktik der Polizei war es also, so wenig wie möglich nach außen zu kommunizieren. Wer weiß aus welchem Grund, vielleicht weil sie dachten, stichfeste Beweise zu haben, die auf einen Täter deuten, und diesen wollten sie eventuell in Sicherheit wiegen. Und nach einiger Zeit entschieden sie sich, ihre Ermittlungstaktik zu ändern, damit die Bevölkerung nochmals eine andere Bindung zu dem Fall aufbaut und sie so zu involvieren und ein größeres Interesse für den Fall aufzubauen. Das nur vollständigkeitshalber. Als die Polizei am Tatort ankam, wurde die Leiche von Tristan untersucht und die Polizei rekonstruierte das Geschehen wie folgt. Tristan muss mit seinem Mörder in den Tunnel gegangen sein, entweder freiwillig oder gewaltsam gezwungen. Ab einem gewissen Zeitpunkt merkte Tristan, dass irgendetwas nicht stimmt und versuchte, sich aus den Zwängen des Täters zu befreien. Und das schaffte er auch. Er konnte sich losreißen und sich in Richtung Ausgang des Liederbacher Tunnels bewegen. Jedoch kam der Täter ihm hinterher und überwältigte ihn, riss ihn zu Boden und schlug ihm mehrere Male hart ins Gesicht, bis er bewusstlos war. Letzteres schlussfolgerten die Ermittler aus mehreren größeren Hämatomen im Gesicht. Danach würgte er ihn mit dem Unterarm und schnitt ihm die Kehle von Ohr zu Ohr auf, mit einer solchen Gewalt, dass das Messer sogar bis zur Wirbelsäule durchdrang. Dann hat der Täter Tristan erst einmal für ein paar Minuten im Wasser ausbluten lassen, was impliziert, dass der Täter eine gewisse Ruhe gehabt haben muss. Nach ungefähr 10 Minuten trug er Tristan zu dem Ort, wo er letztendlich auf dem Betonsockel regelrecht aufgebahrt wurde. Das war die Mitte des Tunnels und eine Strecke von ungefähr 28 Metern. Postmortal wurde Tristan ein ungefähr 20x10 großes Stück Gewebe und Muskelpartien aus dem Oberschenkel, Gesäß und Knie entfernt. Insgesamt waren es knapp 2 Kilogramm Fleisch. Danach legte er Tristan auf einem Betonsockel in eine schlafähnliche Position. Ermittler sagten, dass dies einzigartig wäre. Diese Formulierung klingt erst einmal merkwürdig. Was damit gemeint ist, ist aber der Modus operandi. Dieser beschreibt die Art und Weise, wie ein Täter sein Opfer umbringt, beziehungsweise wie er die Tat durchführt. Der Täter ließ sich sogar Zeit, denn er ging nochmals zum Ort des Kampfes, weil Tristan dort einen Schuh verloren hatte. Eine solche Vorhergehensweise gab es vorher noch nie, weswegen die Polizei anfangs davon ausging, dass es vielleicht die Ersttat eines Serienmörders ist, der jetzt Blut geleckt hat und wieder töten wird. Hätte er aber noch einmal getötet, wäre es der Einschätzung der Profiler nach schon kurz nach der Tat an Tristan passiert. Und weil dies nicht passierte, gingen die Ermittler davon aus, dass es sich um eine gezielte Tat handelte. Aus welchem Grund, weiß man bis heute nicht. Aber auf mögliche Erklärungen werden wir später genauer eingehen. Wobei hier anzumerken ist, dass die Einschätzungen des Profils über die Jahre hinweg variierten. Anfangs ging man davon aus, dass es sich um eine sexuell motivierte Tat handelte. Weil der Täter bei der Tat von den 3 Jugendlichen beobachtet wurde und dies in den Augen der Ermittler nicht bemerkte, weil er rot sah, oder aber der Voyeurismus Teil seiner krankhaften Fantasie war und mit zu seinem Spiel gehörte. Die Entfernung der Hoden mit einem gezielten Schnitt am Damm sprach ebenfalls für diese Theorie. Dazu kam, dass der Täter, nachdem er mit seinem Vorgehen fertig war, versuchte, die Wunden, die er Tristan zugefügt hat, wieder zu verdecken und unkenntlich zu machen. Er hat ihm wieder die Hose angezogen und das Gesicht versucht, mit Tristans Jacke abzudecken und damit auch die Hämatome. Die Schuhe von ihm stellte er genau auf die Schnittverletzungen an Hüfte und Oberschenkel. Experten sprechen von einem sogenannten Undoing. Das Gefühl von Reue kommt im Täter auf und er versucht, seine begangenen Taten ungeschehen zu machen, weil er den Blick des Opfers nicht ertragen kann. Jetzt stellt sich hier aber die Frage, ob er es wirklich aus diesen Gründen getan hat oder eventuell, um sich noch Zeit zu verschaffen und unbeobachtet flüchten zu können. Also, dass falls jemand den Tunnel betritt und einen verdeckten Menschen dort sieht, er ihn vielleicht für einen Obdachlosen hält, der dort schläft und somit nicht direkt die Polizei ruft. Der zeitliche und akribische Aufwand, den der Täter bei der Positionierung betrieb, lässt zumindest vermuten, dass ihm das genauso wichtig war wie die Entnahme der Körperteile. Danach verschwand er aus dem Tunnel und wurde nicht mehr gesehen.
Am 7. April 1998, einen Tag vor Tristans Beerdigung, erhielt die Polizei einen Anruf von einem Mann. Dieser Mann sagte, er sei der Täter im Fall Tristan. Hier die Tonspur. Polizei, hier ist Tristan Mörder. Wie bitte? Tristan Mörder ist hier. Sind Sie? Ja. Und Sie wollen sich selber stellen, oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort? Am Höchst Bahnhof. Am Bahnhof? Ja, ich bin umgebracht. Sie haben ihn umgebracht. Ja. Wie sehen Sie denn aus? Wie groß? 1,80. Haare? Schwarze. Schwarze Haare. Lange oder kurz? Lange. Lange Haare. Nehmen Sie mich fest. Die Stimmen sind ein wenig verzerrt. Leider habe ich sie nicht im O-Ton gefunden und glaube auch nicht, dass diese noch vorhanden sind. Der Anrufer meldet sich am Telefon mit Dirk Meyer. Er sagt, dass er ungefähr 1,80 Meter groß ist und schwarze, lange Haare hat. Er spricht mit einem einschlägigen, starken Dialekt und sagt, dass er in Frankfurt Höchst am Bahnhof steht und sich stellen möchte. Die Polizei macht sich direkt auf den Weg, doch als sie dort ankamen, war niemand dort. Eine Zeit lang, ab dem September 1998, konnte man unter einer Telefonnummer die Stimme bundesweit hören, um den Täter vielleicht so an der Stimme zu identifizieren. Und sollte es sich bei dem Anrufer wirklich um den Täter handeln, dann kann man von einem Undoing ausgehen. Aber wie ihr euch denken könnt, wurde der Anrufer bis heute nicht ermittelt. Die Polizei erachtet den Anruf als mögliche falsche Fährte, denn wie ihr gleich erfahren werdet, entspricht das Aussehen, das der Anrufer eigenen Aussagen zufolge haben soll, dem genau entgegengesetzten Aussehen, das der Täter der Beschreibung von Zeugenaussagen nach gehabt haben soll. Denn das Phantombild, was der Öffentlichkeit später präsentiert wird, zeigt einen Mann, der etwas kleiner, 1,75 Meter groß ist und blonde Haare hat. Wobei man hier diskutieren kann, ob der Bevölkerung wirklich ein Unterschied in der Größe aufgefallen wäre. Deswegen pflichtet die Polizei dem Anruf auch keine große Bedeutung zu. Verschiedene Stimmen sprechen sich aber gegen die Theorie der Polizei aus und sagen, dass man sich mehr auf den Anruf hätte konzentrieren müssen. Eine Privatperson sagte zum Beispiel, dass man bei Veränderung der Tonspur Tiergeräusche im Hintergrund hören kann. Wobei ich mich frage, worauf dies schließen lassen würde, da man ja so oder so keinen Verdächtigen hat oder hatte. Was hätte man somit, wenn diese Information wirklich wahr wäre, damit machen sollen? Die Polizei ging sogar auf die Spekulation der Privatperson ein und entgegnete, dass es sich nur um Verzerrungen und keine Tiergeräusche handelt. Was noch interessant bezüglich des Anrufs ist, ist, dass jemand sagte, dass es sich so anhöre, als würde der Anrufer Tristan und nicht Tristan sagen. Wäre dies wirklich so und nicht nur Teil seines Dialekts, dann würde das wahrscheinlich gegen die Theorie des Undoings sprechen. Weil jemand, der wirklich Reue verspürt, wird auch Zeitungen durchblättert und von dem Fall gelesen haben. Und wahrscheinlich würde er den Namen nicht falsch aussprechen, wenn er tatsächlich von Reue aufgefressen wird. Dennoch ist es schwierig zu sagen, ob die Ermittler den Anruf ausreichend überprüft haben, weil wir als Öffentlichkeit nicht alles erfahren, weswegen weiteres nur Spekulationen und Vorwürfe wären. Was ich eben noch nicht erwähnt habe, weil es schwierig ist, eine sinnvolle und nachvollziehbare Chronologie zu erstellen, ist der Fund des Rucksacks von Tristan. Es ist bekannt, dass er am Tag der Tat einen Rucksack bei sich hatte und die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter diesen zum Abtransport der Leichenteile benutzt hat und er deswegen nicht gefunden wurde. Aber ein Jahr später wurde dieser Rucksack ungefähr 20 Kilometer vom Tatort entfernt in einem Waldstück von einem Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens gefunden. In ihm war eine Straßenkarte von Deutschland, in Tschechisch und ein Gaskocher. Ein altes Kampfmesser und der Aufsatzring eines tschechischen Gas- und Elektrokochers wurden in der Nähe gefunden. Wobei diese Information mit einer Prise Salz zu genießen ist, denn sie wird nur durch Internetforen verbreitet, die sich auf Fahndungsfotos des Fundortes des Rucksacks beziehen. Diese habe ich aber nicht mehr gefunden. So oder so ist diese Information nicht allzu wichtig, denn kurz nachdem der Fund öffentlich gemacht wurde, meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die sagte, sie habe einen Mann aus dem Waldstück herauskommen sehen und führte mit ihm ein kurzes Gespräch, in dem er ihr sagte, dass er aus Tschechien komme und zu Fuß nach Frankreich gehen möchte.
Außerdem sagte er ihr, dass er ein ehemaliges Mitglied der Fremdenlegion war. Und tatsächlich konnte dieser Mann ermittelt werden. Er war mittlerweile wieder bei der Fremdenlegion und wurde befragt. Zum Zeitpunkt der Tat befand er sich in einem Krankenhaus in Prag und schien ein in Anführungszeichen Straßenleben geführt zu haben, weswegen die Ermittler davon ausgingen, dass er den Rucksack wahrscheinlich irgendwo gefunden hat. Mit dem Aufenthalt im Krankenhaus hatte er also ein Alibi und wurde deswegen schnell als Tatverdächtiger aussortiert. Leider eine weitere Spur, die ins Leere verlief. Trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass eine Person durch eine zufällige Begegnung mit einer Frau gefunden werden konnte. Oder nicht? Tristan hatte im Rucksack Schulutensilien. Diese konnten tatsächlich am Tatort gefunden werden. Das habe ich eben auch noch nicht erwähnt. Und in einem der Schulhefte wurde ein blutiger Fingerabdruck gefunden. Ein Hoffnungsschimmer, der mehrere Monate forensisch untersucht wurde. Und am Ende stellte sich heraus, dass der Fingerabdruck nicht von Tristan stammt, was wiederum bedeutet, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Täter zuzuordnen ist. Es sind zwar nur Gen-Mikrospuren, aber sie können dem Täter bei einem Abgleich zum Verhängnis werden. Der Fingerabdruck wurde auch mit allen internationalen Datenbanken abgeglichen, aber leider führte es zu nichts. Doch Ermittler gaben nicht auf. Es wurde ein erstmaliges Testverfahren in Frankfurt eingesetzt. Eine sogenannte Reihenuntersuchung. Das ist ein systematisches Testverfahren, das eingesetzt wird, um innerhalb eines definierten Prüfbereichs Elemente herauszufiltern, die bestimmte Eigenschaften aufweisen. Und bestimmte Eigenschaften sind in diesem Fall der Fingerabdruck. Ab 2002 prüfte die Polizei systematisch die Stadtteile Höchst und Unterliederbach. Es wurden Fingerabdrücke von Männern aus den Stadtteilen im Alter von 15 bis 45 Jahren genommen und eine Datenbank erstellt. Denn wie schon erwähnt, ging man zwar anfangs von einer blutrünstigen Tat aus, später stellten die Ermittler aber die Theorie auf, dass der Täter Tristan kannte. Und wenn das der Fall wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er aus dem gleichen oder zumindest benachbarten Stadtteil kommt. Bis Ende 2003 haben 92,95% der Unterliederbacher und 98,65% der Höchster Einwohner einen Fingerabdruck abgegeben. Aber leider gab es keine Übereinstimmung. 54 Männer haben keinen Fingerabdruck abgegeben. Und es kam die Spekulation auf, dass einer von ihnen der Mörder sein könnte. Denn klar ist auch, dass der Täter seinen Fingerabdruck sehr wahrscheinlich nicht freiwillig abgeben würde. Es gibt noch einen weiteren nennenswerten Vorfall. Im Oktober 1999 hat sich eine unbekannte Person nachts auf den Friedhof Höchst geschlichen und sich an dem Grab von Tristan vergangen. Er legte Erde feinsäuberlich auf Plastikfolien neben dem Grab, scheint aber dabei erwischt worden zu sein und musste sein Vorhaben, den Sarg Tristans auszugraben, verwerfen und verschwinden. Mehr ist zu dem Vorfall leider nicht bekannt. Dennoch ist es möglich, dass es sich hierbei um den Täter handelt, der sich immer noch magisch von seinem Mordopfer angezogen fühlt. Und dieser Vorfall weist Parallelen zu einem Vorfall auf, den Harun uns später erzählen wird. Kommen wir jetzt zu den Sichtungen der verschiedenen Zeugen und dem daraus entstandenen Phantombild. Die erste Beschreibung des Täters fußt auf der Aussage von einem der 12-Jährigen, die den Täter bei der Tat beobachtet haben und wird am 2. April in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht. Der auf 18 bis 25 Jahre geschätzte Mann hatte das Haar zu einem Zopf gebunden. Er trug eine Baseballmütze, eine schwarze Lederjacke und dunkle Jeans. Der Mann soll breitschultrig sein und eine sportliche Figur haben. Auf diese Beschreibung passt, soll einen Monat vorher, im März, auch am Tatort von einem anderen Jugendlichen gesehen worden sein. Am gleichen Tag erfahren die Ermittler von zwei Anwaltgehilfinnen, dass sich ein junger Mann bei ihnen in der Anwaltskanzlei gemeldet hat, der gesagt habe, dass er gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde, aber schon wieder Mist gebaut hat. Doch weil ihre Anwaltskanzlei nicht auf solche Straftaten spezialisiert war, leiteten sie ihn weiter an eine geeignete Anwaltskanzlei. Ihren Aussagen nach sei der Mann zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen, 1,75 Meter groß und hatte langes, dunkelblondes Haar, das zu einem Zopf gebunden war.
Er soll eine charakteristische vertikale Veränderung an der Oberlippe gehabt haben und ohne einen auffälligen Akzent oder Dialekt gesprochen haben. Eine Woche später hat sich ein Vater bei der Polizei gemeldet. Dieser sagte, sein Sohn und andere Kinder des Vinzenzhauses in Hofheim wären von einem Mann mit einem Zopf belästigt worden. Dieser soll es sogar geschafft haben, einen Jungen zu überreden, mit ihm nach Höchst zu fahren, um ihm dort Süßigkeiten zu kaufen. Harun, meine Quelle aus Frankfurt, wird bezüglich dieses Mannes später auch noch eigene Erfahrungen einspielen lassen, die diese Begegnungen und die Verbindungen genauer erklären. Und mit diesen Informationen wurde dann ein Phantombild von Liane Bellmann, einer Mitarbeiterin des hessischen LKAs, erstellt und der Öffentlichkeit am 26. März 2008 vorgelegt. Also 10 Jahre nach dem Verbrechen an Tristan Brübach. Das hier ist das Phantombild, welches damals erstellt wurde und das viele von euch kennen werden. Es ist eine Komposition der verschiedenen Zeugenaussagen. Was nicht mit einbezogen wurde, ist die Beschreibung der Äußerlichkeiten des Anrufers. Woran man nochmals sehen kann, dass die Polizei diesen für unwichtig oder eine falsche Fährte hält. Später berichtet noch eine ehemalige Nachhilfelehrerin von Tristan, dass sie Tristan nur einige Tage vor seinem Tod mit einem Mann gesehen habe, der dem Phantombild und den Beschreibungen der Augenzeugen sehr ähnlich sehe. Was ebenfalls noch wichtig anzumerken ist, ist, dass der damalige Ermittler Rudolf Thomas die Leitung des Falles 2002 an Uwe Fay übergab. Dieser rollte den Fall nochmal neu auf und hielt den Zopfmann für den Hauptverdächtigen. Hier könnte man spekulieren, dass dies bedeutet, dass der Spur des Zopfmannes anfangs nicht nachgegangen wurde und somit kostbare Zeit verloren ging. Als erstes werden wir auf die möglichen Verbindungen Tristans zum kriminellen Milieu eingehen. Denn im April 1998, kurz nach dem Verbrechen, erschien ein Artikel in der Frankfurter Neuen Presse, in der die Ermittler sich äußerten und das Bild des unschuldigen, wohlerzogenen Jungen etwas anders darstellten. Sie sagten, Tristan solle öfter in Schwierigkeiten geraten sein und aufgrund der gezwungenen Selbstständigkeit manchmal tagelang nicht nach Hause gekommen sein. Der Vater meldete dies jedoch nie, weswegen davon auszugehen sei, dass dies öfter passierte. Aber nicht nur die Ermittler äußerten sich diesbezüglich, sondern auch Hadayatullah Hübsch, ein Autor, der ein Buch namens »Von Out bis Cool – Jugend und Jugendkultur in Hessen«, ein Lesebuch Tristan oder »Die Traurigkeit der Gewalt« geschrieben hat und auf den Fall einging. Er äußerte im Buch brisante Bemerkungen und brachte Tristan mit dem kriminellen Milieu Frankfurts in Verbindung. Seinen Aussagen nach soll er öfter Täter und nicht nur Opfer gewesen sein. Tristan hatte oft mehr Geld in seinen Taschen als für einen 13-Jährigen erklärbar. Das gleiche sagte mir auch meine Quelle aus Frankfurt. Tristan konnte sich Sachen leisten, die sich andere Jugendliche in seinem Alter nicht leisten konnten. Er hatte zum Beispiel immer Zigaretten und Süßigkeiten für andere und sich selber. Nach Hübsch muss Tristan Teil von kriminellen Machenschaften gewesen sein. Inwiefern und auf welche Weise lässt er jedoch offen. Wie er an das Geld gekommen sein könnte, wird euch Harun später noch genauer erzählen. Im Voraus habe ich versucht, die Authentizität Haruns so gut wie möglich zu prüfen und meiner Einschätzung nach ist er hundertprozentig authentisch. Dennoch muss man betonen, dass das, was er später erzählen wird, alles subjektive Einschätzungen und Erzählungen sind, weswegen ich versucht habe, mich im ersten Teil der Dokumentation noch nicht viel von seinen Aussagen beeinflussen zu lassen. Weiter schreibt Hübsch auch, dass der Tod Tristans in der Umgebung um Höchst für einige erleichternd war. Eine sehr krasse Formulierung, bei der ich auch nochmal betone, dass ich mich hier auf Hübsch berufe, die aber, wenn sie wahr sein sollte, das Bild Tristans extrem verändern würde. In verschiedenen Internetforen wird auch spekuliert, dass er eventuell als eine Art Drogenkurier fungiert hat und er sich mit seinem Auftraggeber am Liederbacher Tunnel getroffen hat, weil dieser dort seine Drogen versteckte und er ihm diese übergeben wollte. Auch wenn diese Spekulationen nicht stimmen, ist die Kernfrage, die hinter der Aussage steht, essentiell. Warum ist Tristan mit seinem Mörder zum Liederbacher Tunnel gegangen? Bis zum Kampf wirkt es freiwilliger Natur. Gerade weil die Zeit von der Parkbank mit den zwei Männern bis zur Tat im Tunnel sehr knapp ist. Hier ist noch eine Aussage von Maria Haas, der ehemaligen Nachhilfelehrerin Tristans. Sie sagt in einem Interview mit Spiegel TV etwas ähnliches wie: Naja,
Aber er war ja auch ein hübscher Junge. Diese Formulierung weckt natürlich direkt Assoziationen zu einem spezifischen kriminellen Milieu, über das man ungern spricht, das aber real ist. Und Harun sagte mir, dass die Bruno-Asch-Anlage zu der Zeit und teils heute noch eine Art Drogenumschlagplatz war, aber auch anderen zwielichtigen Geschäften diente. Tristan soll auch so öfter in der Umgebung um diese Anlage herumgestreunert sein. Und das macht einen natürlich hellhörig. Denn was sucht ein Kind in einem Sammelbecken von Menschen, die oftmals kriminell werden müssen, um zu überleben und dabei oftmals die Grenzen des Legalen überschreiten? Wenn man diese Verbindung zwischen dem kriminellen Milieu Höchst und Tristan zieht, muss man sich auch gleichzeitig die Frage stellen, ob Tristan die Schule wirklich aufgrund eines Arztbesuches verlassen wollte. Vielleicht hatte er tatsächlich ein Treffen mit den Männern, mit denen er auf der Parkbank gesehen wurde. Denn er schien zielsicher von der Schule zum Bus gegangen und in Richtung Höchstbahnhof gefahren zu sein. Außerdem soll er nach Aussagen der Mitschülerin so ausgesehen haben, als würde er auf jemanden warten. Und hier sind wir vielleicht am richtigen Zeitpunkt, um die Ungereimtheiten in Tristans Tagesablauf anzumerken. Denn wie schon erwähnt, ist es bei diesem Fall nicht allzu einfach, eine sinnvolle Chronologie zu erstellen. Ich hoffe dennoch, dass sie bis hierhin nachvollziehbar ist. Wenn Tristan wirklich so extreme Rückenschmerzen gehabt hat, warum hat er dann vor der Schule zusammen mit Boris entspannt eine Zigarette geraucht, anstatt zum Arzt zu gehen? Vielleicht hatte er wirklich Rückenschmerzen, aber sie waren nicht so schlimm und er schob die Ausrede schon morgens vor, um sie später bei der Lehrerin glaubwürdig benutzen zu können, falls diese ihren Vater anruft. Zudem hatten wir gesagt, dass Tristan die Schule gegen 13.30 Uhr verließ und den Bus in Richtung Frankfurt Höchst genommen hat. Boris, sein bester Freund, sagte, dass er ihn zwischen 14 und 14.20 Uhr in einem Bus zum Höchster Bahnhof gesehen habe. Eine Kamera am Höchster Bahnhof hat Tristan zwischen 13.46 Uhr und 13.49 Uhr aufgenommen. Das bedeutet, dass Boris sich entweder zeitlich vertan hat, oder aber Tristan ist kurz nachdem er auf der Sicherheitskamera zu sehen ist, irgendwo hingefahren, weg vom Bahnhof und danach wieder dorthin. Aber welchen Grund hätte er dafür haben können? Und die Kioskaufnahme an sich ist einigen Meinungen nach auch sehr merkwürdig. Deswegen werden wir jetzt nochmal genauer auf sie eingehen. Vorab ist zu sagen, dass die Qualität extrem schlecht ist und jede Spekulation, die daraus entsteht, dadurch noch schwieriger wird. Aber man sieht, wie Tristan am Eingang des Kiosks vorbeigeht. Es sieht so aus, als würde Tristan sich zu dem Mann umdrehen, der direkt neben ihm zu sehen ist. Und es sieht so aus, als würden die beiden Blicke austauschen und sich kurz angucken, bevor er weitergeht. Der Mann ist schwer zu erkennen, scheint aber schwarze Haare zu haben, etwas größer zu sein und eine Brille zu tragen. Und wenn wir davon ausgehen, dass dieser kurze, pixelige Blick wirklich etwas zu bedeuten hat, dann kann man davon ausgehen, dass Tristan sich mit diesem Mann am Bahnhof verabredet hat. Aus welchem Grund ist schwierig zu sagen. Wenn man aber die mögliche Verbindung zum kriminellen Milieu dazuzieht und die Tatsache, dass Tristan zu viel Geld für einen 13-Jährigen hatte, lässt es einen faden Beigeschmack zurück. Aber wie gesagt, es ist wirklich schwierig, durch diesen kurzen, pixeligen Videoausschnitt einschätzen zu können, ob die beiden sich kannten. Was glaubt ihr? Könnte dieser kurze Blick etwas bedeuten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Die Polizei fahndete öffentlich nie nach diesem Mann. In Internetforen hingegen wird er aber manchmal als Schlüsselfigur dargestellt. Aber wer weiß, vielleicht hat die Polizei ihn sogar ermittelt, ist der Öffentlichkeit aber nicht mitgeteilt. Was man sagen kann, ist, dass dieser kurze Videoausschnitt viel Platz für Spekulationen lässt und wenn man sich in diesen Spekulationen verliert, machen sie unglaublich viel Sinn. Ich möchte zumindest nicht ausschließen, dass der Mann, der auf dem Video zu sehen ist, eine wichtigere Rolle spielt, als manche denken. Was ebenfalls erwähnenswert ist, ist die Situation der beiden Männer, die sich rechts und links neben Tristan gesetzt haben. Diese beiden Männer konnten niemals ermittelt werden, obwohl es mindestens wichtige Zeugen sind, vielleicht aber sogar Mittäter. Denn sie waren nur ein paar Minuten bevor Tristan in den Liederbacher Tunnel gegangen ist bei ihm. Es waren, Zitat, ausländisch aussehende Männer. Es wird oft gesagt, sie sehen, Zitat, südländisch aus. Wobei dies natürlich ein veralteter und schwammiger Begriff ist, der nicht wirklich beschreibend ist. Dennoch ist es erwähnenswert, weil es immer wieder in diesem Zusammenhang genannt wird.
Der Zopfmann hingegen wird nie ausländisch beschrieben, was bedeutet, dass keiner der beiden Männer der Zopfmann war. Wir erinnern uns zurück. Die Hundehalterin sah Tristan zwischen 15.15 Uhr und 15.20 Uhr auf der Parkbank. Sie kam ins Gespräch, nachdem er den Hund gestreichelt hat. Als sie gegangen ist, drehte sie sich noch einmal um und sah die zwei Männer, die sich zu Tristan gesetzt haben. Eine Mitschülerin hatte ihn einige Zeit vorher gesehen und gesagt, er hätte so ausgesehen, als würde er auf jemanden warten. Das rechts und links neben ihn setzen wirkt einschüchternd. Gleichzeitig aber auch gezielt, als würden sie Tristan kennen. Bedeutet das, dass Tristan auf diese beiden Männer gewartet hat? Und wenn ja, warum? Und wer waren die Männer? Was hatte er mit ihnen zu tun? Haben diese beiden Männer vielleicht etwas mit dem Zopfmann zu tun? Oder womöglich mit dem Mann, der auf der Sicherheitskamera zu sehen ist? Die zeitlichen Abstände sind zu knapp, als dass wir diese Situation gesondert von der Tat, die nur 10 Minuten danach und ungefähr 500 Meter von der Bruno-Asch-Anlage stattfand, ansehen. Gerade weil der Fußweg bis zum Tunnel nochmals ungefähr 5 Minuten dauert. Ich habe mir die Chronologie so oft durchgelesen, aber ich verstehe nicht, was in den 10 Minuten hätte passieren sollen, wenn sie nichts mit dem Mord an Tristan zu tun haben sollten. Sagen wir, sie setzen sich zu ihm. Wahrscheinlich verweilen sie dort mindestens eine Minute, wenn nicht länger, weil sie werden ja irgendwas mit ihm beredet haben, egal ob sie ihn kannten oder nicht. Danach macht er sich alleine oder mit ihnen auf den Weg zum Tunnel. Das ergibt ein Zeitfenster von 4 Minuten, in denen er sich von den beiden Männern verabschiedet und vom Täter in Anführungszeichen übernommen wird. Ein wirklich zu kleines Zeitfenster, als dass die beiden Männer, zumindest meiner Meinung nach, keine Rolle spielen würden. Aber auch hier wieder der Hinweis. Vielleicht hat die Polizei Informationen, die sie der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt hat und die beiden Männer wirklich als unwichtig deklarieren. Denn sie haben nie öffentlich nach ihnen gefahndet, obwohl sie die letzten waren, die Tristan lebend gesehen haben. Falls euch noch mehr Ungereimtheiten aufgefallen sind, schreibt mir diese doch gerne in die Kommentare. Ich werde einen Kommentar anfertigen, in dem ich alle weiteren Ungereimtheiten zusammenfasse und oben anpinnen werde. Vielen Dank schon mal im Voraus. Machen wir weiter mit den möglichen Theorien. Am 26. August 2014 stirbt Manfred Seel in Schwalbach am Taunus. Er lebte ein unscheinbares, mittelständiges Leben. Er spielte Saxophon in einer Jazzband und wurde von seinen Nachbarn als freundlicher und unauffälliger Mann beschrieben. Nach seinem Tod räumte seine Tochter aber die Wohnung und verschiedene angemietete Garagen mit ihrem Ehemann leer und machte in einer Garage eine grausame Entdeckung. In einem blauen Fass fanden sie verweste Leichenteile. Geschockt informierten sie sofort die Polizei und die Ermittlungen in dem Fall ihres Vaters, Manfred Seel, begannen. Es stellte sich heraus, dass der freundliche Nachbar ein Doppelleben geführt hat. Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass er mindestens 5 Frauen in der Umgebung von Frankfurt zwischen 1971 und 2004 brutal ermordet hat. Diese Vorwürfe äußerten die Ermittler aufgrund der gefundenen Leichenteile in dem blauen Fass. Frank Herrmann, ein Ermittler im Fall Manfred Seel, sagte während einer Pressekonferenz Folgendes: Mal sei es ein rechtes Bein, mal ein linker Arm. Wenn Sie das zusammenrechnen, können Sie sich tatsächlich dadurch einen neuen Körper herstellen. Die Morde wiesen größte Brutalität und Destruktivität auf, die sehr wahrscheinlich aus sexuellem Sadismus angetrieben war, was auch bei Tristan Brübach nicht ausgeschlossen werden kann. Die Polizei stellte während der Ermittlungen die These in den Raum, dass er vielleicht einen Komplizen gehabt haben könnte, weil mögliche Spuren und das extreme Verletzungsbild an einer Leiche nur durch das Zusammenwirken einer zweiten Person möglich gewesen wäre. Experten sagen auch, dass es sich bei ihm nicht nur um emotionale Sexualdelikte, sondern um sehr stringente Handlungen gehandelt hat, was eine weitere Ähnlichkeit zum Fall Tristan ist, denn dies sagten sie auch über den Täter beim zweiten veröffentlichten Profil des Täters von Tristan. Deswegen und weil der Modus operandi bei einem Mord, wo Manfred Seel die Schuhe der Getöteten in einem bestimmten Muster paarweise neben ihrer Leiche angeordnet hat, Parallelen zu Tristan aufwies, brachten sie Manfred Seel mit Tristan Brübach in Verbindung. Die Anordnung der Schuhe kommt dem Undoing im Fall Tristan Brübach zumindest teilweise nahe. Der große offensichtliche Unterschied ist aber, dass es sich bei den Opfern von Manfred Seel, zumindest dem heutigen Ermittlungsstand nach, ausschließlich um ältere Frauen gehandelt hat. Ältere Frauen, die aber zur Hochrisikogruppe gehörten und sich oftmals an Bahnhöfen aufhielten.
Und der höchste Busbahnhof und die Bruno-Asch-Anlage waren nur 7 Kilometer und 11 Minuten von Manfred Seels Zuhause in Schwalbach westlich von Frankfurt entfernt. Es gibt zwar Parallelen, jedoch ist der Unterschied des Profils der Opfer nicht kleinzureden. Gerade weil man spekuliert, dass es sich auch um ein Sexualdelikt Seels handelt. Aber ich hatte eben schon erwähnt, dass die Ermittler spekulieren, dass er eventuell einen Partner gehabt haben muss. Und es gibt sogar jemanden, der rein theoretisch, aufpassen, alles rein spekulativ, mit Manfred Seel und den Morden in Verbindung gebracht werden könnte. Manfred Seel hatte ein Entrümpelungsunternehmen und sein Geschäftspartner hieß Werner Lederer. Zusammen haben die beiden mehrere Garagen für ihr Unternehmen angemietet. Auch die Garage, in der die Leichenteile gefunden wurden. Lederer ist kurz vor Manfred Seel auch im Jahr 2014 gestorben, weswegen er niemals befragt werden konnte. Der Vermieter der Garage sagte den Ermittlern aber, dass er die beiden gemeinsam in der Garage zusammen gesehen habe, wie sie, Zitat, rumwerkelten. Zudem ist die Polizei immer noch auf der Suche nach weiteren möglichen Lagerstätten, denn die Garage wurde erst 2008 angemietet. Aber Britta Simone Diallo, dessen Leichenteile in dem blauen Fass gefunden wurden, wurde schon 2004 ermordet. Das heißt wiederum, dass dieses Fass vorher schon irgendwo anders gestanden haben muss. Nur wo? Das ist auch die Frage der Ermittler und sie rufen heute noch dazu auf, dass wenn jemand irgendwelche Verbindungen oder Informationen über Manfred Seel, seine Autos oder mögliche angemieteten Lagerräume hat, soll er sich bei ihnen melden. Der Vermieter der Garage fügte auch noch hinzu, dass Seel nach dem Tod seines Partners nicht mehr so oft in der Garage war. Nur noch samstags, aber auch dann immer nur kurz. Es kann natürlich auch absolut sein, dass Werner Lederer unschuldig war und Manfred Seel die Garage nicht mehr so oft besuchte, weil er Krebs im Endstadium hatte und sein Geschäftspartner nicht mehr da war und er alleine das Entrümpelungsgeschäft der beiden nicht mehr weiterführen wollte oder konnte. Eine interessante Aussage machte aber noch ein ehemaliger Freund von Manfred Seel 2016 im Spiegel. Er sagt, er habe in den 70er Jahren ebenfalls ein Entrümpelungsunternehmen mit Seel gegründet, das nicht erfolgreich war und auch nicht lange bestand. Aber dadurch habe er Seel und auch Lederer kennengelernt. Weiter sagte er, dass die beiden wie eine Symbiose gewesen wären, der eine konnte nicht ohne den anderen und beide seien schwerst alkoholkrank gewesen. Manfred soll im Bann von Werner Lederer gestanden haben und dieser soll immer Anweisungen gegeben haben, die Seel blindlings befolgt hätte. Wenn diese Aussage der Wahrheit entspricht, dann würden die Spekulationen bezüglich der Mittäterschaft Lederers ein wenig in den Vordergrund gerückt werden. Aber da dies nicht geprüft werden kann, sind es reine Spekulationen. Im Oktober 2017 wurde bekannt gegeben, dass Seel als möglicher Täter Tristans ausgeschlossen wurde, da Fingerabdrücke von ihm, die teils durch eine Exhumierung seiner Leiche und Rückständen auf einer Klarinette von ihm erstellt wurden, nicht auf den blutigen Fingerabdruck des Schulheftes, das im Tunnel gefunden wurden, passten. Deswegen wurde die öffentliche Fahndung nach dem Zopfträger wieder aufgenommen. Ein weiterer möglicher Tatverdächtiger ist Christian B. Viele werden mit dem Namen etwas anfangen können, aber für die, die nicht wissen, wer er ist, eine kurze Zusammenfassung. Christian B. erhielt 2020 große mediale Aufmerksamkeit, nachdem er als mutmaßlicher Täter im Fall Maddie McCain angesehen wurde. Er ist 1977 in Würzburg zur Welt gekommen und dort in einem Heim aufgewachsen. Er machte eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, brach sie aber wieder ab. Wahrscheinlich aufgrund der Perspektivlosigkeit kam er früh mit dem Gesetz in Berührung. Mit Mitte 20 hatte er schon 17 Einträge im Strafregister. Von Diebstahl über Urkundenfälschung, Rauschgifthandel, Waffenbesitz bis hin zu Straftaten mit Kindern war alles dabei. 1994 wurde er das erste Mal wegen letzterer Vergehen verurteilt, bekam aber nur 2 Jahre Bewährung, reiste er daraufhin mit seiner Freundin in die Algarve. Hier ist auch die Verbindung zu Maddie zu ziehen, denn sie wurde dort auf dem Hotelkomplex entführt. Vor Ort hielten die beiden sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, bis Christian B. Ende der 90er Jahre wieder nach Deutschland überführt wurde und dort eine Haftstrafe verbüßen musste. Nach der Haftstrafe reiste er wieder nach Portugal. Wie man merkt, war er viel zwischen Deutschland und Portugal unterwegs und wenn er in Deutschland unterwegs war, dann oftmals zwischen Braunschweig, Hannover und Augsburg. Kurz nachdem er nach der Haftstrafe wieder nach Portugal gezogen ist, hat er dort am 2. September 2005 eine 72-jährige US-Amerikanerin vergewaltigt. Im Oktober 2011 wurde er wieder einmal zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, noch nicht wegen des Vergehens an der Amerikanerin, sondern wegen Drogenhandels. Verurteilt
und in den Fokus der Ermittler in den verschiedenen Kriminalfällen rückte erst nach seiner Verurteilung 2017 wegen des gerade besprochenen Falles, bei der er durch DNA-Spuren überführt werden konnte. Weil er ebenso viel unterwegs war, verschiedene Bilddateien besaß und auch verschiedene Räumlichkeiten und Gebäude angemietet hatte, wird er mit vielen Fällen in Verbindung gebracht. Mit Tristan wird er in Verbindung gebracht, weil das Phantombild des Zopfmannes sehr große Ähnlichkeiten mit dem Fahndungsbild von Christian B. aufweist. Man könnte auch spekulieren, dass Frankfurt rein theoretisch auf dem Weg zwischen Augsburg und Hannover liegt und er eventuell einen Halt dort gemacht hat. In der Frankfurter Neuen Presse wurde Folgendes geschrieben. Nach Informationen des BKA könnte sich der Mörder zum Zeitpunkt der Ermordung von Tristan Brübach in Frankfurt oder einer der umliegenden Gemeinden im Main-Taunus-Kreis aufgehalten haben. Eine Verbindung zwischen Christian B. und Tristan wird aber nur gezogen aufgrund von Spekulationen und dem Phantombild. Und deswegen wollte ich erst einmal nicht weiter auf Christian B. eingehen, ihn aber vollständigkeitshalber nennen. Ich werde Updates geben, falls es Neuigkeiten gibt. Und damit sind wir am Ende der Chronologie und den möglichen Theorien, die sich aus der faktischen Lage ergeben. Ich habe wirklich versucht, alles so detailliert wie möglich zu beschreiben. Was jetzt noch kommt, ist der persönliche Einblick Haruns. Harun kannte Tristan und Frankfurt höchst zu der Zeit. Ihm liegt der Fall Tristan sehr am Herzen, weswegen er mit mir in Kontakt getreten ist. Wie schon erwähnt, habe ich die Authentizität von ihm so gut wie möglich geprüft. Trotzdem weise ich darauf hin, dass es nur ein subjektiver Einblick in seine Vergangenheit ist. Er möchte unerkannt bleiben, weswegen seine Stimme verzerrt ist. Harun wird auf die Situation in Frankfurt höchst nach dem Mord an Tristan eingehen, um das Ausmaß und die Ausnahmesituation besser verstehen zu können. Weiter wird er seine Beziehung und die verschiedenen Situationen mit Tristan schildern und seine Theorie zum Fall geben. Seine Ausführungen beendet er mit einer Begegnung, die er 2015 hatte. Eine Begegnung, die wirklich interessant ist, die oder besser gesagt dessen Ausgang aber trotzdem, wie so oft schon erwähnt, nur eine subjektive Einschätzung ist. Ich habe mich bewusst für diese Strukturierung des Videos entschieden und verabschiede mich jetzt schon und gebe das Wort an Harun weiter. Falls euch das Video bis hierhin schon gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Ich mache diese Videos komplett ganz alleine und mit nur ein paar Mausklicks und ein paar geschriebenen Wörtern unterstützt ihr den Kanal wirklich enorm und es erlaubt mir weiter solche Dokumentationen für euch zu produzieren. Vielen Dank schon einmal im Voraus und damit gebe ich das Wort ab. Nach der Tötung von Tristan herrschte regelrecht Panik. Eine Angst, die man hätte greifen können. Es war so viel Polizei unterwegs in Frankfurt, speziell auch in Frankfurt-Höchst und Umgebung. So viele Kontrollen haben stattgefunden, dass die Menschen regelrecht panische Angstzustände bekommen haben. Ihre Kinder zu Hause eingesperrt haben, sich selber zu Hause eingesperrt haben, weil das Ausmaß der Verletzungen, die Tristan zugefügt worden sind, so unfassbar grausam gewesen sind, dass man die Befürchtung hatte, dass sowas innerhalb kürzester Zeit erneut passieren könnte. Und es war so viel Polizei in Frankfurt und Umgebung unterwegs, dass ich vermute, dass zu dem Zeitpunkt die Straßenkriminalität, Beschaffungskriminalität bis auf Null heruntergefahren worden ist. Es war eine greifbare, spürbare Angst vorhanden und eine Panik, Hilflosigkeit in Verbindung mit Ohnmacht. Es war nicht zu definieren, man kann es sich nicht vorstellen, wie das war. Ich selber durfte tagelang nicht in die Schule und wenn ich zur Schule gehen wollte, dann nur mit dem Taxi dorthin gebracht werden und wieder abgeholt werden, weil die Befürchtung einfach so groß war, dass sowas jederzeit hätte passieren können. Tristan habe ich 1997 Ende September, Anfang Oktober kennengelernt, eher durch Zufall. Ich war zu dem Zeitpunkt 11 Jahre alt, Tristan war etwas älter, ich glaube knapp 2 Jahre. Und da ich in einer schulpädagogischen Heimeinrichtung untergebracht war, die in Frankfurthausen ist, ein Stadtteil in der Nähe von Höchst. Dazwischen liegt noch Rödelheim, Sessenheim. Um dorthin zu kommen, muss man mit dem Bus nach Rödelheim fahren und dort dann wieder umsteigen in den Bus, um nach Hausen zu kommen. Ich habe mich aber als kleiner Junge nicht immer dafür entschieden, den direkten Weg in die Einrichtung zu nehmen, sondern selber auch am Bahnhof herumzuschlendern, zu trödeln, in Geschäfte zu gehen, die es dort sehr viele gibt, Süßigkeiten zu kaufen und mich dann in der nahegelegenen Parkanlage, Brunnen-Esch-Anlage,
zu der die Dahlbergstraße parallel verläuft, mich hinzusetzen und dort Zeit zu verbringen. Und es kam dann irgendwann Anfang Oktober dazu, dass ich dort in dieser Parkanlage saß und Tristan auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, was ich hier mache. Ich habe ihm darauf geantwortet, dass ich noch nicht nach Hause gehen möchte und dass ich in einem Heim untergebracht bin und nicht alle dort immer sehr nett waren. Und deswegen ich mich entschlossen habe, noch einen Augenblick draußen zu bleiben. Und so sind wir dann in den Kontakt getreten, haben zusammen Süßigkeiten gegessen, was getrunken. Tristan verfügte über Bargeld und hatte Zigaretten bei sich. Das hat mich zu dem Zeitpunkt nicht interessiert. Und man hatte sich so unterhalten und es entwickelte sich daraus eine mehr oder weniger oberflächlich platonische Freundschaft. In diesem Zusammenhang habe ich natürlich dann auch zum späteren Zeitpunkt seinen besten Freund, den Boris, kennengelernt. Aber er hat nie selber wirklich Zeit mit uns dort im Park verbracht. Der Park ist sehr gut einsehbar und nicht irgendwie verschlossen, weil er ja parallel zur Dahlbergstraße verläuft. Und so kam es dann halt dazu, dass man sich teilweise spontan oder auch bewusst verabredet hat, nach der Schule noch ein bisschen Zeit zu vertrödeln und gemeinsam in dieser Parkanlage zu sitzen. So kam es dann dazu, nachdem wir uns mehrmals getroffen hatten, teilweise verabredet, teilweise spontan, durch Zufall, weil er auch Schule aus hatte, ich Schule aus hatte. Ende November kam es dann zu einer für mich im Nachhinein sehr emotionalen, fragwürdigen, nachdenklichen Situation. Ich saß mit ihm im Park. Er war ein sehr cooler, aufgeschlossener Junge durch sein Verhalten. Und innerhalb unseres Gespräches fragte er mich, ob ich auch eine Zigarette haben will. Ich bejahte diese dann, nahm eine Zigarette von ihm und habe dann versucht, ihm zu imponieren, indem ich dann an dieser Zigarette gezogen hatte und daran fast erstickt wäre. Es war eine Mischung aus Husten, Lachen und ausgelacht werden durch Tristan. Nachdem ich mich wieder beruhigt hatte und er auch aufgehört hatte zu lachen, weil wir es beide dann irgendwie witzig fanden und er dann zu mir gesagt hat, lass es lieber, wenn du es nicht kannst, mach's lieber nicht, habe ich ihn dann in diesem Zusammenhang mal gefragt, wie es denn sein kann, dass er so viel Taschengeld kriegt, weil er war sehr spendabel und hat das auch dann mit seinen Freunden oder im unmittelbaren Umfeld, ob es jetzt in der Parkanlage war oder wo auch immer, gerne geteilt, wie es dazu kam, dass er über solche Mittel verfügt. Daraufhin antwortete mir Tristan, dass er einen Freund hat, der sehr nett zu ihm ist und mit diesem er sich ab und an mal trifft. Ich war verwundert und fragte ihn diesbezüglich, wie das denn sein kann, wenn man sich mit jemandem trifft und Zeit verbringt, dafür dann Taschengeld zu bekommen, Süßigkeiten und Zigaretten. Und daraufhin antwortete Tristan zu mir, wenn du willst, kannst du ihn auch mal kennenlernen. Und ich war nie sehr lange in dieser Parkanlage. Ich wollte nie sofort nach der Schule in die Einrichtung fahren, weil es gab eine ganz klare Absprache. Wenn man zu spät kommt, bekommt man für eine Minute eine Stunde Zimmer hocken und jede weitere dann halt entsprechend. Das Einzige, was ich nur sagen kann, ist die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, das gemeinsame Reden, das gemeinsame Lachen, der Versuch, eine Zigarette mit ihm zu rauchen, das Essen von Süßigkeiten und Getränke zu sich nehmen. Das war immer sehr witzig, sehr harmonisch, sehr lustig. Er war ein ausgesprochen feiner Kerl, lieber netter Kerl und überhaupt nicht introvertiert. Deswegen macht das Ganze umso trauriger. Und wenn man natürlich darüber nachdenkt, dass man eine Aussage bekommt, ich habe einen Freund, der ist sehr nett zu mir und wenn ich mich mit ihm ab und an mal treffe, bekomme ich im Gegenzug hierfür Bargeld, Zigaretten und was zu trinken. Das schaudert mir heute noch den Rücken herunter. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich für mich persönlich aus einem ganz speziellen Grund dort nie sehr lange in diesem Park gewesen bin, in dieser Bruno-Asch-Anlage, die ja zur Dahlbergstraße parallel verläuft und sich unweit vom Höchster Bahnhof befindet. Die eigentliche Intention dieses Parkes war ja gewesen, dass man sich zurückzieht, dort sitzt, ein bisschen entspannt und vielleicht sich erholt vom alltäglichen Stress. Dieser Park wurde in seiner Art zweckentfremdet. Das bedeutet, dass dort, sowohl heute als auch damals, in Frankfurt und Umgebung bekannt war, dass sich dort Rauschmittelabhängige, Fixer,
und sonstige Subkulturen getroffen haben und ihren Praktiken und Neigungen nachgegangen sind. Deswegen war es für mich von Anfang an klar, ab einer gewissen Uhrzeit dort sowieso niemals mich aufzuhalten. Und auch wenn der Park frei einsehbar ist, hatte man trotzdem die Möglichkeit, in der Anonymität durch die Bahnanlage, die ja parallel auch dazu verläuft. Damals gab es keinen Zaun. Der wurde jetzt in den Jahren hinzugefügt. Es gab dort sehr dickes Gestrüpp und Gebüsche. Und wann immer man dort vorbeigelaufen ist, hat man es immer kruscheln gehört in den Hecken und Büschen. Und natürlich haben sich auch, wie vorher benannt, solche Menschen mit ihren Neigungen und Praktiken dort aufgehalten. Also war es eine Mischung aus gruselig, Mutprobe und nicht unbedingt zu empfehlen als Abkürzung, um in die Innenstadt nach Höchst zu gelangen. Auch die Insolite muss ich eine merkwürdige, angsteinflößende Begebenheit erzählen, die mir widerfahren ist. Nicht nur, dass ich im Kontakt war mit Tristan und meine Erfahrungen mit ihm gesammelt habe und tief darüber bestürzt bin, die Art und Weise, wie er uns aus dem Leben genommen worden ist. Nein, am 28.10.2015, an einem Mittwoch, nachts um 23 Uhr, 25, ca. 23.30 Uhr, bin ich einem Mann begegnet, nachdem ich zuvor aus der S-Bahn in Frankfurt-Höchst ausgestiegen bin und am Ausgang Nord zur Adelonstraße wollte, um zu meinem Auto zu gelangen, habe ich mich dazu entschlossen, links abzubiegen, nach dem Nordausgang und durch den Park zu laufen, auch den besagten Park, wo der Liederbachtunnel praktisch den Höchster Bahnhof, die Bahngleise, unterquert. Als ich durch den Park gelaufen bin, enden irgendwann die Laternen, so dass man ein kleines Stück im Park selber in völliger Dunkelheit ist. Aber man gewöhnt sich ja dann mit der Zeit daran, und es dauert ja auch nicht sehr lange, dass man dann einigermaßen noch was sehen kann, weil auch die nächste Laterne nicht weit weg gewesen wäre. Auf Höhe der Brücke, als ich dort ungefähr angekommen bin, konnte ich metallische Geräusche von dem vergitterten Zaun hören, der links unter mir ist. Ich habe mich zu Tode erschreckt und guckte dann darunter und sah einen Mann vor dem Zaun stehen, rüttelnd, mit im Begriff, sich dort Zugang zu verschaffen. Ich habe ihn sofort auf Panik und totale Anspannung angeschrien und gefragt, was denn seine Absichten dort wären. Daraufhin antwortete mir der Mann, was ich denn für ein Problem mit ihm hätte und dass mich das gar nichts angeht. So ein ganz merkwürdiges Verhalten. Ich antwortete daraufhin, weil ich total unter Strom stand, auch sehr aggressiv geworden bin, natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass ich ja eine Verbindung zu Tristan hatte, dass ich ihm gleich zeigen könnte, was ich für ein Problem mit ihm habe, wenn er da nicht augenblicklich verschwindet. Und daraufhin antwortete der Mann mir gegenüber, was ich für ein Problem mit ihm habe. Und daraufhin sagte ich, ich kann dir auch gleich mal die Lichter ausknipsen, mein Freund. Was für einen Grund hast du, dich dort um diese Uhrzeit aufzuhalten und welche Absichten verfolgst du? Daraufhin sagte, das geht dich gar nichts an. Rannte die kleine Absenkung nach oben, schnappte sich sein Mountainbike, setzte sich drauf und radelte relativ schnell weg. Ich stand total unter Schock, Panik, bin dann ihm hinterher. Da er mich nicht sehen konnte, weil dieser Abschnitt relativ dunkel ist, hatte ich natürlich einen Vorteil und bin ihm dann praktisch auf dem gleichen Weg, wie ich gekommen bin, zurückgefolgt. Er hatte dann die Unterführung in Höchst benutzt, um praktisch auf die andere Seite des Bahnhofs zu gelangen, Adolf-Häuser-Straße, Dahlbergstraße, wo auch der Park ist. Nachdem ich auf der anderen Seite angekommen bin, natürlich nicht so schnell wie ein Fahrradfahrer, konnte ich ihn an dem Busbahnhof sehen. Ich bin dann so mit sicherem Abstand auch an die Bushaltestelle und habe dort gewartet mit ihm zusammen, ohne dass er mich sah, und bin dann mit ihm zusammen in diesen Bus eingestiegen, in die Linie 55 nach Frankfurt-Rödelheim. Währenddessen hatte ich mich dazu entschlossen, die Polizei anzurufen, weil diese Handlung, diese Situation, diese Begebenheit für mich absolut suspekt
merkwürdig bis hin zu gruselig war, warum ein Mensch um diese Uhrzeit und aus nicht erklärbaren Gründen sich an diesem Ort befindet, der vergittert ist, und es gibt ja eigentlich keinen logischen Grund dafür, sich dort aufzuhalten. Also bin ich mit ihm zusammen in den Bus eingestiegen, hatte über 110 die Polizei angerufen, denen kurz den Sachverhalt geschildert, und das war dem auch in der Leitstelle ein Begriff. Die Sache mit Tristan, dass ich da einen persönlichen Bezug zu ihm hatte und ihm den Sachverhalt erklärt, dass da jemand sich gerade im Begriff war, Zugang in den Tunnel zu verschaffen. Also hatten sie mich aufgefordert, ruhig zu bleiben, im sicheren Abstand, und die Polizei hatte mich darauf angewiesen, ihm zu folgen und ihnen zu berichten, wann er wo aussteigt. An der Haltestelle Sossenheim Bahnhof hat sich dann dieser Mann entschlossen, auszusteigen. Und das Gruselige daran war, ich bin mit ausgestiegen und hatte ihn erneut aufgefordert, stehen zu bleiben. Und daraufhin antwortete der Mann mir, was ich denn für ein Problem mit ihm hätte und warum ich ihm die ganze Zeit folgen würde. Und daraufhin habe ich ihm dann geantwortet, dass wir das gleich zusammen klären im Beisein der Polizei. Bevor er noch abhauen konnte, war die Polizei schon vor Ort. Zwei Streifenwagen sind gekommen, vier Beamte, und hatten ihn dann diesbezüglich einer Personalüberprüfung unterzogen. Ich hatte das Glück, in dem Moment ein bisschen abseits zu stehen, weil ich wirklich sehr angespannt war und im Begriff war, meine menschliche Fassung zu verlieren. Es ist ja so eigentlich erstmal nichts vorgefallen, bis zu dem Zeitpunkt, nachdem die Personalien des Mannes feststanden. Ich hatte das Glück, da ich ja neben dem einen der vier Beamten stand, mitzuhören über Funk, was als Ergebnis nach der Personalienüberprüfung an Daten über ihn rausgekommen sind. Dass der Mann bekannt war wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wegen Verstöße gegen sonstige Straftaten. Also er war schon in Erscheinung getreten wegen Diebstahl, Körperverletzung. Und das ist das, was mir dann die Nackenhaare aufgestellt hat, sexuelle Belästigung und Nötigung. In dem Moment ist es mir dann wie ein Vorhang die Augen runtergefallen und ich dachte mir, wer weiß, vielleicht habe ich hier gerade jemanden angetroffen, weil meine Suche nach brauchbaren Hinweisen, sowohl als auch irgendwelche neuen Updates in dieser Sache mit Tristan, weil man halt auch persönlich irgendwie betroffen ist davon, hat er nie aufgehört. Ich dachte mir in dem Moment sofort, mein Gott, kann es sein, dass hier vielleicht jemand gerade mir durch den Kommissar Zufall in die Hände gelaufen ist, der vielleicht was damit zu tun hat. Fakt ist, nach der Personalüberprüfung durfte der Mann wieder gehen, weil ja so an für sich keine Straftat im Raum lag. Und was mich eigentlich an der ganzen Sache erschreckt hat, ist die Tatsache, dass die Polizei zwar meiner Bitte und der Aufforderung, diesem Mann in irgendeiner Art und Weise nachzugehen, schon entgegengekommen ist, allerdings mit diesen Informationen in dem Zusammenhang nichts wirklich großartig unternommen hat, da ich auch das Gefühl hatte, dass sie ein Stück weit überfordert waren. Für mich stellt sich ganz klar eine Frage, warum sucht jemand diesen Ort auf zu einer Uhrzeit, die für mich keinen Sinn ergibt und sowieso grundsätzlich, es sei denn, man ist irgendwie ein Techniker oder man ist jemand vom Bauamt und man hat den Schlüssel als Zugang zum Liederbachtunnel, ansonsten ergibt für mich diese ganze Handlung keinen Sinn. Da komme ich natürlich jetzt auch auf einen Rückschluss, die Beschreibung des Mannes auch sehr interessant ist. Es gibt eine Sequenz, wo man Tristan das letzte Mal lebend sieht. Im Beisein, in Begleitung einer männlichen Person, ca. 1,80 groß, schwarze Haare, weißes Oberteil, schwarze Hose. Sobald er in das Kamerabild sich dreht und feststellt, dass er aufgenommen worden ist, dreht er sich nach rechts weg. Tristan geht alleine zum Telefon und ruft seinen Vater an.
Ich finde, dass man da hätte auf jeden Fall nochmal einen stärkeren Augenmerk legen sollen bezüglich auch des Anrufes, wo dann ein Mann praktisch bei der Polizei anruft und mitteilt, ca. 1,80 groß zu sein, schwarze lange Haare hat und dass er derjenige war, der Tristan das Leben genommen hat. Natürlich gibt es verschiedene Ansichten darüber, ob das ein Trittbrettfahrer war oder nicht. Die Beschreibung des Mannes, den ich gesehen hatte 2015, passte auch 1:1 auf diese Beschreibung von demjenigen, der damals angerufen hatte. Nicht nur der hessische Einschlag, auch das äußerliche Erscheinungsbild, sowohl als auch das komplett merkwürdige Verhalten, was sich ja für mich bis heute nicht erklärt. Das war eine Begebenheit, die, wie gesagt, mich von damals bis heute nicht in Ruhe lässt und ich mir immer wieder diese Frage stelle, was man hätte machen können, da halt einfach auch gewisse Auffälligkeiten durch den Mann, polizeitechnisch gesehen, schon passiert sind. Körperverletzung, Diebstahl, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sexuelle Belästigung und Nötigung.